Moin Leute, Montag, der 17. Juni. Ich habe vorhin schon eine Fuhre heute gefahren als Zeitraffer. Das wurde jetzt irgendwie im Hintergrund erstmal laufen lassen. Und da kann ich nebenbei noch was erzählen. Gestern, ich überlege gerade, wir haben Samstag. Freitag hat mir ja was gepresst vom Heu. Samstag hat es ja dann geregnet, hatte ich ja gesagt, waren 5 Liter gewesen. Aber das war ja bis Mittag und dann haben wir das auch schon wieder ganz betrocknet Samstag. Und dann haben wir gestern zum Sonntag, nachmittags haben wir zusammengespaltet, dann abends, wann habe ich denn angefangen? 5:30 mit Pressen abends. Super Ränder, wo ist nicht alles geworden. Und ich habe auch nicht alles geschafft, weil es dann abends geregnet hat. War nicht viel, war nicht immer, dass der Regen mal sowas angezeigt hat, aber es hat gereicht, dass es eben nicht mehr geht. Und also eine Wiese liegt da komplett jetzt und der andere Rest ist überall noch über Ränder, die wir letzte Woche als erstes gepresst hatten in der Woche schon, da wären die Ränder auch alle gegangen, aber so oft da kam dann der Regen, es war nicht viel, aber da haben wir das nicht weggebracht und naja, wie gesagt, da habe ich mal einen Teil gestern gepresst, ich überlege, auf der Endwiese waren 20, hier waren es glaube ich 13 sind hier und dann nochmal 3. Ja, genau. Also das lese ich jetzt, also den Anhänger noch und dann sind nochmal 800 oder nochmal 2, ich glaube 4 liegen da nochmal, da fahre ich dann nochmal eine Runde und hole dann nochmal den Rest zusammen. Ja, so ist eben. Ja. Das ist immer so unbeständig, das sind immer so kleine Wolkenbubbel, sag ich mal, die irgendwo lang ziehen und die dann punktuell sich abregnen. So viel war es nicht. Mal sehen, es soll ja um Zähne dann kleiner in den Regenwolke kommen, deswegen räume ich kleiner jetzt heute früh erstmal. Heute früh war auch ganz kurz vor Treppe. Also auch die Rollen sind an sich trocken, habe ich angepackt, das geht. Ist nicht das Problem. Funktioniert erstmal. Dass wir da so noch Dach und Fach haben schon mal wieder. Und dann müssen wir mal gucken, dadurch, wenn es heute wirklich dann regnet, wird heute nicht mit Heu fressen. Wenn es nicht regnet, aber laut Regenradar kommt es, so wie es aussieht, dann wird es heute nicht mit Brei fressen mit dem Rest. Aber ich hoffe, dass wir das morgen wegbringen dann. Denn morgen soll 30 Grad werden, dann denke ich mal, dass wir es dann wegschnurpsen können. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Aber das sehen wir dann. Genau, ich sage dann hier die noch die paar drauf. Dann fahre ich auf die andere Wiese noch die Reihe mit dazu. Und dann heben und die einstapeln noch. Genau, Leute. So. Ja, Strom muss ich dann noch holen. Den Hänger Stroh wieder zum Einstreuen. Und dann gucken wir mal, wie es Wetter werden wird. Ich würde mich dann je nachdem wieder melden. Dienstag, der 18. Juni. Gestern, wie gesagt, habe ich dann mit Fadi noch in der Scheune wieder weiter am Stall gemacht. Gucken wir uns auch noch mal an, was wir. Wir haben noch Fressgitter gebaut, ein Tor und das war gestern noch. Heute früh habe ich erst noch einen Termin gehabt, war was noch zu erledigen. Und jetzt bin ich wieder am Wenden, da ja gestern Nachmittag, also es war wieder nicht der Rede wert der Regen, an sich, aber wie gesagt, es hat mit Pressen letzte nicht anfangen brauchen. Oder so rumgeprinkel gewesen. Wir hoffen da mal, ich gucke es mir dann gleich noch mal an, aber ich denke mal, dass wir vielleicht heute Nachmittag pressen können. An sich ist es gut getrocknet gestern schon, wie gesagt, war bloß diese paar Spritzer wieder, dass es nicht gereicht hat zum Trockenwerden. Und dass wir hoffen, dass wir heute das wegbringen, denn also eventuell heute zum Abend zu wieder schwere Gewitter, mal gucken, wo es hinkommt. Müssen wir mal sehen, was wird oder was nicht wird. Und aber wie gesagt, ich tue jetzt erstmal aktuell das nochmal durchwenden. Fadi ist mit dem Kleinwender unterwegs, noch die paar Ränder, die Kleinränder machen. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Ob wir das heute noch, wie gesagt, wegbringen. Das wäre ja gut, wenn wir das noch schaffen. Doch, das wird dann nur langsam Zeit. Das wird, wenn du das umso mehr das wendest, wird ja auch noch ein paar Geld dann.
Genau, ich melde mich dann wieder. So Leute, wir gucken mal schnell in der Scheune mit hin, dass wir das mal geguckt haben, was wieder passiert ist. Wie gesagt, das zweite Fresco da ist noch dran gekommen. Das dritte müssen wir noch bestellen, das machen wir aber erst im Herbst, das bestellen dann. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich für hier auf der Seite geplant, dass ja hier Futtergang wird. Und da ist der eine Abstand anderser wie der. Aber das ist nicht schlimm, das können wir noch, weil wir sowieso im Stall noch die eine Ecke da als Boxe umbauen wollen von Bullen. Da tut sich das gleich anbieten, das Fressgitter als Tor mit und als eben Fressgitter und als das gleichzeitig als Tor mit nutzen kannst. Das passt dort genau hin, das ist nicht schlimm. Hätten wir sowieso dafür eins kaufen müssen, ist es nur andersrum. Wird das nochmal gekauft, wie gesagt, aber das kommt dann im Herbst zurechte. Und hier, wie gesagt, ist auch noch das Tor jetzt angekommen schon. Dort haben wir ja den schönen massiven Tiger eingebetoniert gehabt, dass das auch hält. Aber wie gesagt, das ist auch gut so. Das brauchen wir auch. Da hängt schon was dran. Das ist schon so gut so. Wie gesagt, der war ja da, der Träger. Da ist das hier, das Tor auch fertig. Genau, und dann ist er vorher hier auch steil. Das haben wir ja zu, das war ja ohne Mist, die haben wir zugemacht. Und dann will ich das hier auch noch aufmachen. Ja, ungefähr bis da machen wir auf. Muss man bloß noch, ich habe noch von den Träger noch was da. Muss man ja die Decke noch abfangen. Machen wir noch einen Träger drunter. Und dann können wir das mal sehen. Wahrscheinlich werden wir das als Kerberschlupf machen. Muss man eben bloß hier die Träger noch die Seite wegmachen. Das könnte man eben lassen mit dem Wasser gleich. Und da haben die Kälber wie einen Bereich hier. Da muss ich bloß noch mal dann die Schräge mal anbetonieren. Aber das gucken wir mal, wie wir das machen. Wenn ich es schaffe, will ich das, wie gesagt, jetzt auch noch bis zum Herbst machen. Aber mal gucken, dass ihr, wie gesagt, wenn keine Kälber sind, kannst du aufmachen. Dass man hier, dass die können die noch mit reinlaufen und sich noch extra legen oder was. Und aber so, dass für die Kälber und vor allen Dingen das eben mit dem Scheffel oder dann reinkommst zum Misten, ist der Plan. Genau. Das ist jetzt soweit passiert. Ich habe heute noch zwischendurch jetzt Büro gemacht. Und Fadi ist jetzt schon los mit dem Schwarter. Da tut jetzt Schwarten und ich mache jetzt auch los hinterher, dass wir heute noch das restliche pressen können, was jetzt noch liegt, dass wir das, was jetzt liegt, erstmal fertig bringen, die ganze Sache. So Leute, wie gesagt, beim Pressen jetzt. Ja, läuft. Läuft gut. Ich merke es eben, ist ein bisschen mürbe, das raspelt ganz schön. Mehr wie sonst, aber ja, es geht noch. Bogenhöhlen, na los. Da sind schon ein paar Rollen geworden. Neune sind es jetzt schon. Eine ist gleich wieder voll. Ja, und jetzt mal eine wird vielleicht nicht ganz voll werden, aber wird vielleicht noch eine mal sehen. Ein bisschen nachgeschoben hat es schon, das Gras siehst du nun. Naja, ist schon gerade eine Woche. Ja, ja, ungefähr eine Woche schon. Ne? Ist dann nun mal. Aber es geht noch. Ist noch warm, sag ich mal. Also nochmal absaugen dürfte es nicht mehr. Das war nur Zeit. Aber wie gesagt, ob mir heute was kommt heute Abend oder nicht. Morgen ist es glaube Regen gemeldet, dann wie es klang. Aber so, prinzipiell geht es mit dem Regen. Der Boden eigentlich schon wieder auf. Und naja, gucken wir mal, ob wir dann morgen erst, also das heute Abend und morgen erst mal durchlassen. Und dann denke ich mal, so wie es klingt, jetzt vorschaumäßig klingt jetzt erst mal trocken. Gucken wir mal, ob wir dann noch weiter was vielleicht Richtung, was ist heute, Dienstag, Mittwoch, dann vielleicht Donnerstag noch nächsten Rups heuhalten, mal gucken. Naja, mal sehen. Schauen wir mal. Genau, ich mache erstmal weiter. So Leute, letzter Schwaden. Oder der vorne ist noch kurz vorletzter, aber auf der Rand war ja hier, wo die Schafe geweidet haben, hinten bis hinter. Weil ja irgendwas auf dort ist, wie es immer feuchter ist und Schatten, und sagen wir, dass die schon gleich beweidet mal. Und sind jetzt bei, na, die wird noch ziemlich voll, sind wir dann bei 103 Rollen im Ganzen. Da sieht es gut aus, also man muss mal auf Hand umstellen, dass wir das noch reinquetschen, das bisschen.
Nicht, dass wir hier wegen so einem Pups dann noch anfangen. Ne, da sieht es gut aus, wie gesagt, das ist so gut getrocknet wieder. Heute ist auch relativ warm. Wind geht auch gut. Also, was wollen wir mehr? Dass erstmal das zumindest was gemacht ist, ist erstmal abgeschlossen. Und das sind alles gepresst jetzt, wie gesagt, was gelegen hat. Ja. Sieht gut aus. So, perfekt. Können wir das binden. Und damit sind wir bei 103 Rollen jetzt. So, 80 Watt, glaube ich, E-Nachtsparnsinger waren wir da, hätte ich gesagt. Würde ich sagen. Ne, die nehmen wir mit Hemd rein. Und ja, brauchen wir, sag ich mal, 200 rechne ich ungefähr, brauchen wir, haben wir jetzt verbraucht, sag ich mal 10, 20 Reserve, also so 30, 40 Ballen, dann haben wir das zusammen und der Rest kann dann theoretisch weggehen wieder. Mal gucken. Sieht erstmal ganz gut aus, wie gesagt, es ist ohne einiges an Fläche zu hauen, also könnten nochmal locker 100 Rollen werden, schätze ich. In der Richtung gucken wir mal. Genau so. Stallen so wieder ran und dann geht's morgen weiter. So Leute, Fadi holt gerade noch den letzten Hänger rollen. Ich habe gerade jetzt noch eingebaut, da müsste denke ich jeden Moment kommen. Dann sieht es ein bisschen nach Gewitter aus. Mal gucken, ob nur was kommt oder nicht. Ja, so sieht es jetzt aus. Einen muss ich noch oben hinquetschen oder will ich noch oben hinquetschen. Das passt immer gerade so drunter. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ja. Genau, das will ich jetzt noch machen. Also ich würde jetzt das Fadi die bringen, dann noch die 6 Rollen. Die letzten 6 und dann ist gut für heute, wie gesagt, die mal reinstapeln und dann haben wir es, die ganze Sache. Hätte ich gesagt gleich. Ist wieder was. Erledigt vorhin gleich trocken unter Dach und Fach. Lüftet ja auch hier drinnen ganz gut noch. Von daher, bevor sie wieder nass regnet, muss ich gleich lieber aufräumen. Mittwoch, der 20. Juni. Die Nacht kam, also ich glaube, war nach 12 dann Gewitter. Da, aber es war nicht schlimm bei uns, also woanders hast du wieder gehört mit Tornado und keine Ahnung, wieder Hagel und also haben sie es wieder vollkommen übertrieben. Bei uns war nichts, also war 4 Liter waren es gewesen, auf 2 Küsse verteilt, sag ich mal, also war nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, heute ist es gut, dass es weg ist, dass es erstmal rein ist. Wettertechnisch sieht es jetzt irgendwie wieder ganz anders aus. So, ich habe ja gestern erzählt, dass wir vielleicht morgen noch wieder was hauen wollen. Aber jetzt sind Freitag 3 Liter dran, Samstag 12 Liter und Sonntag auch nochmal 12 Liter. Mein Wasser ist ja gut, wir wollen auch gar nicht meckern, wenn wir genug Wasser haben. Aber du irgendwo, wenn das die Menge kommt, wenn das, dann brauchst du nächste Woche gar nicht an solche denken wieder. Das ist wieder so ein nasser Untergrund. Katastrophe. Naja, mal sehen. Ich bin jetzt gerade draußen noch bei den Rindern. Die fangen jetzt einen zweiten Aufwuchs an abzuweiden und das war einer der ersten Aufwuchs, das tun wir jetzt noch mulchen, die ganze Sache hier, dass das wieder schick ist, dass das ordentlich vergammelt wird, das was sie nie gefressen haben und wir können gleich mal gucken bei der Wintergerste, wie es aussieht. Du hast jetzt ein paar vereinzelte, ich weiß nicht, ob das sagt, doch, Knoten in der Zunge, wir sind mal wie ein paar. Vor Einzel kommen ja nochmal wie nach welche, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die Enz ja beim, wo das jetzt so trocken war Anfang Mai, ob die da irgendwie ein bisschen hinterher geblieben sind, jetzt nochmal sich dann durchs Wasser berappelt haben, keine Ahnung. Aber also sag mal, ein bisschen dauert es noch, also noch. Selbst wenn wir die jetzt mal außen vor lassen hier, das hier, die sind noch nicht immer runter, die Ähren. Und ich schätze mal, die Körner, die werden auch noch babsch sein, so wie das aussieht. Wartet mal. Naja, das könnte schon hier Teigreife fast fertig sein. Also die sind schon nicht ganz schlecht. Stroh ist auch ziemlich schön. Natürlich hat es nicht geregnet, nass, aber sagt, das fängt nur an. Aber sagt, Wintergerstenernte ist nicht mehr so weit weg, sag ich mal. Das müssen wir dann im Auge behalten. Das können wir durch das Wetter drauf an. Wenn du mal über den Regen ist immer mal gut zum Abreifen. Das bloß ganz trocken ist auch nicht fürs Abreifen. Hat sich so mal gezeigt, aber mal so ein paar Tage trocken mit Wind,
nicht gleich wieder übertreiben, aber naja, wir können es sowieso nicht aussuchen, aber werden wir sehen. Also, schätze ich vor, Ende nächste Woche aber auf keinen Fall, aber wie gesagt, perspektivisch Mähdrescher müssen wir auch noch machen, Ölwechsel. Das müsste dann die nächsten Tage auch noch passieren. So vom Überblick her mal. Genau, wie gesagt, ich tue jetzt erstmal hier das noch runterschnurzen. So Leute, ich habe jetzt mal in der Halle noch ein bisschen geräumt, dass der Mähdrescher frei ist. Das Zeug jetzt wird erstmal rübergestellt. Wenn es dann mit der anderen losgeht, kommt er dann sowieso in der anderen Zeit der Sport raus, dass wir den Platz hier drin einfach haben. Und dann kann dann auch die Paletten hier, was hier so steht, kann dann hinten in die Ecke erstmal, dass das nicht stört. Und ich will jetzt hier mein Mähdrescher mir Stücke vorholen, dass ich die Leiter runterklappen kann. Damit wir dann mal Wartung machen können. Ich habe jetzt mal angeschaltet, ich habe jetzt noch nie geladen Batterie, ich habe jetzt einfach mal angeschalten. Ich werde jetzt mal hier hochklettern und dann gucken wir mal, ob er so angeht oder ob wir erstmal mal laden müssen bis morgen. So, Hauptschalter ist an. Piepen tut es schon mal. Warte mal, ich muss mal überlegen. Gas war hier. Lass mal da reinkommen. Tadellos. Und seit der Ernte da drin steht, nicht geladen, ne? Also, top Sache. Kann ich nicht meckern. Wunderschön. Warte, ich werde jetzt mal zirkeln hier, mal gucken, ob ich das zu Rande kriege irgendwie. So Leute, wie gesagt, Waffe habe ich jetzt vorgezirkelt. Ich habe das so gemacht, dass ich hier arbeiten kann. So, von der Seite kommen wir ja ran hier. Das ist hier, wenn ich richtig weiß, der Ablassschlauch fürs Öl. Aber muss ich noch mal gucken, aber es müsste da sein. Und da kann ich, wie gesagt, arbeiten. Da kann eine Weile der Traktor hier trotzdem drin stehen. Und so, wir müssen dann bloß noch mal dann an gelber Stelle den Schwader dann mal rauszirkeln. Aber jetzt kann ich erstmal so, kann ich erstmal das Gröbste machen, was ich will. Dass wir das erstmal anfangen. Ich habe gerade mal geguckt, wegen Stunden. Ich hatte mir das vorher schon mal ein Bild gemacht, bevor wir anfangen mit der Ernte. Sind jetzt das letzte 80 Stunden gelaufen. Ist verschwindend gering, ne? Aber wie gesagt, durch das kurze Erntefenster, da haben wir ja noch, weiß ich nicht, glaube 10 Stunden oder so, sind ja gehen ja drauf fürs Lohn, sind von Lohndrisch bestimmt drauf gegangen. Würde ich grob schätzen. Letztes Jahr waren wir ja noch die paar Hektar gemacht in einem Tag. Und ich war auf der anderen Stelle, wo ich auch noch Lohndreschen. Da war ich auch noch mal einen Tag. Was war ich denn da? Auch vielleicht mal 6-7 Stunden. Nee, nicht ganz. 5 Stunden, glaube ich, so. Naja, da kannst du sagen, fast ein Viertel von den Stunden ist schon Lohn. Da kannst du sagen, wenn ich bloß bei mir mache, grob rumgesponnen, sind 6 Stunden im Jahr, also da. Fahre ich wahrscheinlich noch ewig mit dem. Zumindest bei der aktuellen Flächensituation, so wie es jetzt ist, aber wie gesagt, die Investition war wirklich gut, muss ich nach wie vor sagen, das war die richtige Maschine für uns und da bist du vorhin unabhängig, kannst du dreschen, wie du willst und kannst jedes Erntefenster nutzen, so wie es dies schon aktuell ja aussieht, könnte es ja wieder interessant werden, wenn das Wetter so weitergeht, mal gucken. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal, denn dass da wieder flott ist für den Einsatz. Freitag, der 21. Mai. Mit Film habe ich es nicht geschafft gehabt. Wir hatten Mittwoch ja Mähdrescher angefangen. Wollte ich eigentlich oder es zumindest den Motorölwechsel soweit fertig bringen. Ich habe bloß die Filter nicht mehr gefunden. Die Ölfilter und Dieselfilter und alles habe ich nicht mehr gefunden. Das hat mir letztes schon mitbestellt. Ich weiß es nicht, wo ich es hingeräumt habe. Keine Ahnung. Habe ich dann am Mittwoch bestimmt eine halbe Stunde gesucht, die Filter, und dann habe ich es aber aufgegeben, ich weiß nicht, wo sie rumflattern. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich schon mit hinter in der Halle geräumt hatte, aber war wahrscheinlich nicht dem so, keine Ahnung. Deswegen bin ich da nie weitergekommen. Gestern Vormittag, wo war ich denn Vormittag wieder? Weiß ich gar nicht. Nachmittag haben wir gestern Rinder reingeholt. 3 von der Weide, 3 weibliche Jungrinder, dass die nicht gedeckt werden, wie gesagt. Und dann war ich danach war ich noch Filter holen für Mähdrescher, wie gesagt. Naja, da war mein Name da so gut wie rum, da habe ich dann noch hier Dieselfilter gewechselt. Halt euch mal raus, könnt ihr rausgucken, Dieselfilter noch gewechselt, mehr habe ich aber gestern nie geschafft. Und das war gestern, was habe ich denn vormittags gemacht?
weiß es gar nicht mehr. Hat es vor uns gerade noch im Köppel? Ich weiß nicht mehr, alt. Meine Fresse, die weiß ich gerade gar nicht. Und ich überlege jetzt mal nicht, weil ich setze mir noch ein. Und jetzt heute früh war ich erst wieder Futter machen. Hab ich gestern früh auch gemacht, wie immer. Und jetzt wollte ich halt eine kleine Ecke für jemanden wenden. Und dann habe ich mir jetzt die Mähwerke angebaut, damit ich hier eine Dünstung riskiere, ein bisschen Heu hauen. Soll eventuell heute Abend noch gewittern, aber wie gesagt, wenn es frisch gehalten ist, sehe ich das gar nicht so als kritisch an. Ja, mal sehen, so, gut mal gucken, wie es wird. Und also wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal noch was hauen. Ich fahre die halt mit dem kleinen Mähwerk noch eine ganz kleine Ecke, wo so bis böse blöd ist mit dem großen Mähwerk. Und dann tun wir. Also ich halte die Fläche hier und da drüben ist noch eine kleine Ecke, ein halber Hektar. Das mache ich jetzt noch. Ja. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan noch, dass wir hier dann noch ein bisschen was an Heu schaffen. Masse steht hier auch, wie gesagt, sehr gut da. Dadurch sind wir ja nicht, wir sind ja nur schon ganz schön weit. Mal bin ich ja schon lange fährt schon die Zeit mit dem Heu, wenn das Wetter halbwegs mitmacht. Ja, mal gucken. Wir schauen mal, wie es aussieht. Soll heute noch mal heiß werden, 30 Grad melden sie. Aber da gucken wir mal. Wie gesagt, dann ist ja die Frage, was an Gewitter kommt. Da müssen wir mal sehen. Und heute Nachmittag ist noch. Habe ich noch. Also heute Nachmittag ist eigentlich mit Pressen ausgefüllt. Mit Löhnpressen. Müssen wir mal sehen. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Spur, dass der hier. Naja, was machst du denn nun, mein Guter? Hast du ein bisschen sehr in die Kurve gefahren? Mach doch manchmal ein bisschen dolle. Naja, tun wir eben nochmal. Das wird nichts so. Einmal schlägt er eben doppelt übers Ziel raus. So, jetzt aber. Nur noch die Spur kriegen hier, dass wir dann den Keil und Fertig haben. Ja, genau. Also das Futter steht gerade hier am Rand, wo es besonders dick ist, aber gut. Schauen wir mal, wie es wird. Aber sagen wir mal, perspektivisch soll es ja dann erstmal trocken bleiben. Doch dass diese. Die 3 Schlitter heute und morgen und übermorgen, die 12 Schlitter, die sind jetzt erstmal weggenommen. Mal sehen, wie das Wetter wird. Bis zur Zeit ein bisschen recht instabil haben, wisst ihr ja. Und gucken wir mal, wie es wird. Die ganze Sache, dann schauen wir mal. Genau, also ich mache erstmal die Ecke noch und dann werde ich wieder auf der anderen Ecke noch machen. So Leute, wir sollen auf der nächsten Fläche jetzt noch hauen. Das ist nicht 0,6 Hektar sind das. Eine kleine Ecke. Steht hier hoch gut da. So, dann gleich hoch. Ist ein bisschen langsamer vorne, dass wir das durchs Mähwerk kriegen, die Matte. Schon zweimal einen Würscher gehabt jetzt im Mähwerk. Also würde den Antriebsstangen runtergehen. Würde, wenn er sehr dicke kommt, bekommt das manchmal dann, klemmt das manchmal dort fest. Aber das bringen wir hin. So, da müssen wir ein bisschen behutsam fahren und dann bringen wir das schön in der Reihe. Das ist ja das Ähnliche, was so manchmal, wenn es dann sehr die. Also von der Höhe ist nicht das Problem, aber wenn das eben unten drin ist und dann das Unterfutter so dicke ist, hat er dann aber. Und mit der Geschwindigkeit anpassen, dass das alles durch kann und dann. Sieht das gut aus, die Sache. Da bringen wir das schon mal hin. Dann gucken wir mal. Ich weiß, was ich gestern Vormittag gemacht habe, ist mir dann wieder eingefallen. Ziegenschlachten war gestern Vormittag noch gewesen. Die letzten Lämmer, die noch weg mussten. Also wir waren ja dieses Jahr. Normal habe ich immer zu tun, dass ich mal bis Ende August die Bäcker alle geschlachtet habe. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Weil ich etliche verkauft habe. Und da haben wir eh Bock vor jetzt noch gewesen. Und dann war noch ein
ein Bock vor gewesen. Dann wollten wir noch, habe ich noch hier 4 Weiber mitgeschlachtet. Und dann sind wir aber theoretisch schon bei dem Bestand, was, also eine ist jetzt mehr, wie ich brauche. Nur davon, die weiblichen. Aber wie gesagt, da hast du nochmal Puffer beim Mast, dass man da innen noch stecken bleibt mit dem Wachstum oder nicht so, da, nicht so gut groß wird, wie die, wie sie sein sollte. Deswegen gucken wir mal. Genau. Das war gestern, wie gesagt, noch gewesen. So. Ja, wie gesagt, das noch runterfiedeln und dann ist gleich erst beim Mittag und dann Nachmittag geht es dann mit dem Pressen los. Ist wie gesagt angemeldet. Und dann schauen wir mal, wie es heute wird. Ob heute noch Gewitter kommt oder nicht. Und dann ist ja noch, es sind ja dann noch mehr, aber die große Fläche ist ja noch die 10 Hektar hier drüben. Die sind ja dann, die machst du schon mal als letztes dann, weil davon nur Pferde weggeht. Genau, Leute. Ich melde mich heute Nachmittag beim Pressen nochmal. So Leute, ich bin jetzt auf dem Mähdrescher. Ich war vor uns inne eine kleine Ecke pressen, Heu im Lohn. Und der eine hat abgesagt, das wird heute nicht trocken. Ist zwar übelst warm, aber schwüles Wetter und rausguckt, Sonne scheint unirisch. Also, und der, bei dem anderen fahre ich dann noch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Luft. Deswegen mache ich gerade beim Mähdrescher noch die Filter, versuche ich noch zu tauschen. Der Dieselvorfilter ist ja unten am Tank, den habe ich ja jetzt schon am Mittwoch, gestern, den habe ich gestern noch schnell gemacht. Und den habe ich jetzt hier gemacht und der große sitzt da unten. Tue ich euch mal hier hin. Dort ist der große Ölfilter. Das Einzige, was ich mal, ich muss noch meinen Eigentümer noch mal, wollen mal erst den Vorbesitzer anrufen. Habe ich einen guten Draht zu dem noch. Hier oben seht ihr das. Da sitzt eigentlich Ölfilter drauf, aber da ist keiner drauf. Und so wie das aussieht, war da unten nicht jener drauf, aber wie es aussieht, geht hier die Leitung nicht dran. Und da das muss ich nochmal fragen, also wahrscheinlich vorgesehen, aber der ist wahrscheinlich nie angeschlossen gewesen. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was der Kleine will, was ist denn los. Und so, jetzt will ich den Filter dran schrauben und dann sitzt dort hinten da vom Hydrauliköl-Filter der. Endlich muss ich mal gucken. Beim Schäfer, der hat ja auch so Ding, da sitzt auch noch Filter drin. Ich habe mir das Paket gleich bestellt, Filterpaket ja gehabt, habe ich ja geholt gestern. Muss ich mal sehen. Und dann ist, wie gesagt, E-Ölfilter theoretisch übrig. Das ist der für dort oben drauf. Aber den kann ich dir weißt du, zurückgeben, das ist nicht das Problem. Und muss man mal gucken. So. Den Gummi habe ich schön eingeölt. Muss ich bloß mal gucken, dass ich den hier halbwegs dran gesaubert kriege. So, bloß nochmal nachziehen an, fertig. Und da ist der auch schon, also den habe ich früher aber mit der hier, also ich habe später mit der großen Zange abgemacht, denn mit dem Ölfilterschlüssel war nicht zu wollen. Genau, ich schraube den jetzt noch feste, dann wechsle ich jetzt den, wie gesagt, den da hinten noch. Ja, und dann wird erstmal Kaffee sein und dann mache ich nach dem Kaffee trinken, mache ich dann los. Zum Pressen. Aber wie gesagt, war alles gut. Unten hast du einen Hahn zum Zumachen vom Diesel. Da kannst du zudrehen und da hast du so eine Lüftungsschraube wie hier oben auch drauf. Drehst du auf, drehst du auf den Hahn auf, sozusagen er lüftet sich alleine. Und hier hast du zum. Haben wir ja hier zum Pumpen. Können wir hier pumpen und dann habe ich das aufgedreht und dann kann das hier bis der Diesel hier kommt und dann fertig. Genau, dann mache ich den einen jetzt noch, den einen da ist und dann hab's und dann mal gucken. Öl erfüllen wird heute wahrscheinlich dann nicht mehr, aber das krieg ich vielleicht mal sehen, aber morgen wird es wahrscheinlich auch nicht, aber
Gucken wir mal, ich will nämlich morgen Ziegenbock holen, einen neuen Zuchtbock. Und dann zum Nachmittag hin sind wir dann zum Geburtstag noch zum Kaffee und Abendbrot. Und dann muss ich mal gucken, wie schämen, ob ich dazwischendurch noch Luft habe. Ansonsten vielleicht Sonntag oder Montag mal sehen. Samstag, der 22. Juni. Ja, Leute, wie gesagt, wir waren heute unterwegs. Ziegenbock holen. Sind gleich daheim, haben es gleich geschafft. Am Hemdesoft auf hier natürlich wieder mal einen Stau mitgenommen, war Unfall. Ja, aber wir haben ihn gekriegt, den Bock. Ich denke auch einen vernünftigen. Sehen wir mal. Schauen wir mal, aber ne, so. Also, das ist einer für dich schon noch geboren. Ich weiß gar nicht, wann er geboren ist. Muss ich mal gucken, aber das ist irgendwie jetzt im März oder so. Also, noch junger. Und genau, also, wir sind dann leider Himmel. Sonst gut gelaufen. Ich glaube, wir sind also heute früh, wann sind wir los? Viertel neun sind wir los. Jetzt ist es dreiviertel eins. Ja, haben wir glaube eine halbe, dreiviertel Stunde waren wir da drunter. Wir haben ein bisschen gequatscht und so. Noch ein bisschen Erfahrungsaustausch immer. Also, immer ganz gut. Unter die Ziegenhalter. Ja, genau, ich melde mich dann zu Hause gleich nochmal, zeige ich euch nochmal. So Leute, wie gesagt, zu Hause jetzt wieder. Das ist der neue Zuchtbock. Auch das von Tischer jetzt. Also im März muss ich nochmal gucken. Also im März irgendwie geboren. Ja, die zwei verstehen sich soweit eigentlich gut. Bis jetzt, so wie es aussieht, klappt. Vor allem das Gute, dass der Ordin im Alene ist, der Lene, der ist schon, sagt die Namen haben, der hat er dort schon auf den Betrieb gekriegt. Und muss er bloß noch ordentlich groß werden und dann zukünftig vernünftig Lämmer machen, hätte ich gesagt, oder das vererben, mal gucken. Schauen wir mal. Aber da sind wir erstmal wieder sicher, wie gesagt, ich schaue ja nochmal der Große dran, aber doch, der muss ja bis nächstes Jahr noch fertig wachsen, deswegen, genau, dann haben wir das so gemacht. Also fahre ich schon immer, eigentlich immer das Jahr zuvor, den neuen Bock schon für das Jahr drauf dann. Da ist, dass du zur sicheren Seite bist. Aber nee, das ist so. Sagt er, hat er ihn dazu und sagt, neue Bock da und gut und da passt das so. Sagt, das war mein Tag heute. Jetzt geht es noch zum Geburtstag, wie gesagt. Und dann geht es nächste Woche weiter. Dann sage ich besten Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.